Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2022 und wir begeben mal eine neue Karte, denn ja, das Traubenprojekt habe ich quasi abgeschlossen und man merkt es dann halt so ein bisschen an dem Interesse, sage ich mal, dass Trauben jetzt nicht ganz so in sind, sagen wir es mal so. Und spiegelt sich da auch so ein bisschen beim Fazit. Kann man mal machen, habe ich mal gemacht, Haken dran, fertig. Also fangen wir mal eine neue Karte an und da nehme ich eine Karte, die mir jetzt mehrfach von verschiedenen Leuten von euch empfohlen wurde. Gegebenenfalls war es auch immer der gleiche mit Fake-Accounts? Nee, ich glaube eher nicht. Aber ja, diese Karte wurde auf jeden Fall mehrfach genannt, dass sie sehr gut sein soll. Und dass die meisten schrieben dann auch so, dass sie denken, dass es zu mir passen würde. Und das finde ich sehr schön. Mal gucken. Also, ich fange als Farmmanager an, denn ich habe auf dieser Karte schon mal einmal geschaut, was so das Standard-Equipment ist. Und ja, warum ich das wähle, sage ich gleich. Also, es handelt sich um die Karte Frühling, genau. Frühling ist eine sehr schöne kleine Karte. Man sieht das schon auf dem Bild, ne? Schön schnuckelig aufgebaut. Und ja, das ist natürlich dann richtig toll, wenn man das dann so sieht. Also, gucken wir mal, was wir denn da so haben werden. Oder auch nicht. So, sind wir drauf. Dann nehmen wir hier unseren Typen dabei. Und ja, wir starten hier, ne? Also, willkommen auf dem Bauernhof Frühling, Qualität aus der Heimat. Das ist doch sehr schön. Wir machen die Tür auf und während die Tür aufgeht, mache ich erstmal hier meine wichtigsten Sachen, die ich jedes Mal mache. Verkehr mache ich aus, saisonales Wachstum mache ich auch aus, dann Fruchtzeit. Warum mache ich das? Weil es mir so am meisten Spaß macht, ganz einfach. So einfach ist das. Helferbetankung noch ausmachen, ganz, ganz wichtig. Das ist, sollte man eh machen, ob es einem Spaß macht oder nicht, weil das einfach nur sonst nervig ist. So, also das ist der Hof hier, habt ihr schon gerade gesehen, ein schönes Hoftor dabei. Ja, also mit Zwillingsbereifung und so weiter wird es hier ein bisschen eng. Von außen gesehen ist das natürlich eher so für kleinere Karten gedacht. Also, passt auch ganz gut. Sehr schöner kleiner Hof, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nett hier aus. Alles kann man hier irgendwie aufmachen, ne? Also hier sind überall irgendwelche Sachen oder Staumöglichkeiten dahinter und so weiter. Ihr seht das hier gerade. Also das ist schon echt cool und macht richtig Spaß dabei. Das kleine Ding sogar geht hier auf. Also es ist wirklich sehr, sehr schnuckelig. Wenn man diesen Hof kauft, was ich gleich machen werde, hat man Kühe, man hat Hühner sind hier vorne, meine ich, waren die. Na, da sind Hühner. Und man hat sogar noch eine ganz tolle Sache, die zeige ich euch jetzt gleich sofort. Erstmal gehe ich hier hin und sage, ich kaufe dieses Feld und der eine, das Ding, und der eine sieht das da dann auch was hochpoppt. Da gucken wir gleich mal, was das ist. Also kaufen und Verkaufs- oder Kaufpreis 71.000. Das war der Grund, warum ich mir gesagt habe, okay, ich spiele als Farmmanager. Manchmal sind die Landschaftskosten so teuer oder die Grundstückspreise, dass es echt schwer ist, dann als Neufarmer zu starten. Und in dem Fall geht's wirklich und das macht sehr viel Spaß dann dabei. So, was steht denn hier Schönes rum? Das sieht aus wie Mais. Im Wachstum Mais, ja, ist doch erstmal nicht ganz so schlecht. Also nehmen wir den Mais doch mit, dann würde ich sagen, wir kaufen das Feld hier auch nochmal dabei. Das sieht auch gut aus. Und dann würde ich sagen, jetzt muss ich mal gerade mal gucken, was hier waren nur, hier sind nur Bäume. Aber alles so Bäume, die man theoretisch fällen könnte, damit man hier eine Wiese rausmacht. Also der Baum ist, so ein paar Bäume dabei sind nicht so schön. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, oder wohl, die Birke hier, die wirkt relativ gerade. Mal Glück hat, macht er die Äste platt, ich weiß es nicht. Wir müssen es mal sehen. Könnte man vielleicht mal mit einem Harvester Run machen. Bin ich aber sehr vorsichtig bei. Naja, egal. So, also ich habe zwei Felder gekauft, das ist schon mal gut. Jetzt brauche ich natürlich noch Gerätschaften. Und wir brauchen noch eine Sache, und zwar, das zeige ich euch jetzt mal direkt. Ne, weil wir nämlich auch zum Beispiel ein Pferd haben. Ist das nicht schön? So, Hoppe. Hoppe reiten. Hoppe, Hoppe Reiter. Und ja, Hoppe ist natürlich hier der Springgaul, den wir haben. Und wir reiten mit Hoppe jetzt mal hier durchs Maisfeld. Das mag ja jeder, ne? Das schneidet überhaupt nicht. Also, wer noch nie durch ein Maisfeld gerannt ist, der will wissen, was ich meine. Als Kind immer. Wir hatten immer direkt hinter meinem Elternhaus war ein Maisfeld. Und da sind wir mal als Kinder durchgelaufen. Und diese Blätter vom Mais, die können echt ganz schön fies schneiden. Also muss man wirklich aufpassen. Das ist Fahnen oder so Schilf, sag mal, das ist noch blöder dann dabei. Na egal. So, also wir reiten mal mit Hoppe hier runter. Oben links seht ihr, wie weit Hoppe noch reiten muss. Das ist ganz nett, weil Hoppe ist natürlich, ja, möchte sich bewegen, sage ich mal, wie so ein Husky. Und ja, ich bin nicht so der Pferdefan. Pferde ist ein schönes Tier, aber ich kann damit nichts anfangen. Also, wer ein Pferd hat, schön. Wer kein Pferd hat, der hat ja kein Pferd. Also, habe ich jetzt nicht so bei. Aber hier sind halt Schafe, ne? Das ist halt auch ziemlich cool. Und hier ist ein Gewächshaus. Das ist eigentlich das Coolste überhaupt. Das hat Hoppe gerade entdeckt. Wir freuen uns, dass Hoppe das entdeckt hat. Das ist sehr schön. Vielen Dank, Hoppe. Und ja, hier müssen wir natürlich dann direkt, wir können da gerade mal hier reingehen, dass wir hier dann auch Silage kann man hier noch machen, Stroh herstellen. Also das ist Strohsilage, Hexegutsilage, Heusilage, Grassilage. Das ist schon ziemlich cool. So könnt ihr wirklich aus jedem Zeugs hier was rausmachen.
Und hier natürlich dann die beibehalten, Direktverkauf auswählen. Ich glaube, hier kann man nur, ach so, Silage kann man auch direkt verkaufen. Das gucken wir uns natürlich da nochmal genau an. Das ist nämlich wirklich sehr interessant. Dann kann ich ja Grassilage machen und dann direkt verkaufen. Da bin ich mal gespannt. Hier natürlich die Produktion starten. Wir haben kein Wasser. Das ist erstmal das Schlimmste. Dementsprechend kaufen wir Wasser. Und jetzt kaufe ich mir einen Trecker, den ich im Vorgänger so häufig gefahren bin und in diesem Teil noch gar nicht. Nämlich einen Fendt. Fendt 500 Favorit. 500 Favorit ist ein, meiner Meinung nach, der schönste Trecker im Spiel. Ich finde den so geil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der kriegt natürlich hier so ein bisschen Breitreifen mit Radgewicht natürlich, Frontlader, dann kriegt er hier den Quickie, weil der einfach cool aussieht. Und natürlich kriegt er hier die 150 PS Maschine rein. Und dann sieht er schon ganz gut aus. Ein super Trecker, der funktioniert, der fährt relativ schnell, der hat 150 PS, das reicht in der Regel total aus. Und ja, wir gucken dann mal, was es denn dann so wird. Also damit sind wir auf jeden Fall schon mal ganz gut bei und wir brauchen jetzt natürlich Wasser. So, und zwar gehen wir am besten mal aus Diverses und dann. Ach nee, Quatsch, nicht Diverses. Tierhaltung. So, da müssen wir hingehen. So, dann gibt es nämlich hier, das ist ein. Ja, man läuft dann so manchmal auf die gleichen Sachen hinaus, wie sie immer rauskommen. Ich sage immer, man will nicht immer das Gleiche kaufen, aber das Spiel zwingt dann ja manchmal dazu. Und dementsprechend wollen wir natürlich das Joskins-Fass nehmen, weil es einfach, ja, gut ist. Ne? Es macht halt irgendwie für 1.500 € mehr, ist das wirklich ein super Fass dabei. Passt. Also, gehen wir mal gerade hier von Hoppe da rüber. Genau, also nicht wundern, ich spiele, wer das nicht weiß, mit manueller Schaltung. Also jetzt mal. Für diejenigen, die vielleicht neu sind, das kann manchmal ein bisschen dauern, bis man dann losfährt und so weiter und so fort. Mir macht es aber Spaß und deshalb mache ich es dann halt auch. So. Das eine Feld können wir noch gar nicht richtig, da können wir noch gar nicht richtig loslegen, weil wir haben das zwar gekauft, aber es gibt halt nichts zu ernten. Ne? Da muss man halt auch ganz klar sagen. Weil hier wird nichts. Ne? Hier ist zum Beispiel noch ein Maisfeld, so wie es aussieht. Da ist auch Mais, ne? Ich muss gerade kurz gucken. Ja, Mais, das würde ich sagen, ganz ehrlich, damit wir uns gar nicht hier. Dann würde ich sagen, kaufen wir das doch auch direkt. Da haben wir zwei Felder. Mit beidem mal Mais drauf. Damit können wir natürlich richtig erstmal was starten. Passt dann ganz gut. So, wir müssen jetzt, glaube ich, muss ich mal gerade auf die Karte gucken. Ich bin nicht viel gefahren, muss ich fairerweise sagen. So, doch hier. So, gucken wir natürlich einmal kurz beim Hof lang. So, schön deutsche Kennzeichen. Ist natürlich auch ganz nett, ne? Also. Nicht immer französische. Und oh, hier ist wie gesagt der Hof, da waren gerade die Hühner auf der rechten Seite, hier ist leider Unterstand, hier sind die Kühe. Und hier ist dieses Silo-Ding, da bin ich mal gespannt. Hier, Opa, Rehe, da gibt es ja da was zu essen, ist auch ganz gut. Ist aber ein bisschen huckelig, also muss man vielleicht aufpassen. Wer mit dem Pickup drüber fährt, der könnte vielleicht abheben, aber hier geht es ganz schön bergab. Ich gehe mal in die Innenperspektive. So, und jetzt natürlich erstmal so, dass man so den Standard zu Anfang losbekommt. Und ich habe nämlich beim letzten Mal mich herumgelaufen bin, dann stand ich hier zufällig und dann gab es nämlich hier den Punkt. Da gab es. Ich weiß nicht, ob man hier das Wasser kaufen kann. Ich hoffe jetzt nicht, dass man jetzt hier für teuer Geld Wasser kaufen muss. Nee, doch nicht. Man kann hier einfach Wasser auftanken. Das ist natürlich sehr schön. Gratis Wasser finde ich persönlich ganz nett, weil ich würde mal meinen, dass jeder Landwirt da irgendwie, weiß ich nicht, der hat ja einen Brunnen, würde ich mal meinen, oder? Also der sowas hat, der dann Wasser braucht. Aber ich bin da auch kein Fachmann. Man möge mich eines Besseren belehren. Hier merkt man auf jeden Fall, dass man die ein bisschen runterschalten muss. Und dann ganz, glaube ich, hier ging es rein. Genau. Auch ganz schick gemacht, muss ich sagen. Dann kann man nämlich hier direkt mit zum Wasserfass reinkommen. Und dadurch läuft jetzt erstmal natürlich die Produktion. Das ist super. Denn damit habe ich dann erstmal nichts am Hut. Also, müssen wir mal gucken, was wir noch so brauchen. Wir brauchen natürlich, ne, zweimal düngen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also brauchen wir erstmal einen neuen Trecker. Auch wichtig. So, jetzt erstmal gerade gucken. Also zwei Trecker sollte man meiner Meinung haben. Hat man immer einen so ein bisschen einen im Einsatz und einen so einen. Ich habe immer eine eiermilchlegende Wollmilchsau, also einen Trecker, mit dem ich so meine täglichen Sachen erledige und einen, mit dem ich dann so ein bisschen Spaß bei habe. Das sind immer so meine Ideen, die ich da so hinter habe. Und jetzt mal gucken, was wir. Also, wir brauchen einen Düngetrecker. Der Düngetrecker selber soll vielleicht auch noch mal ein bisschen schwadern können oder ähnliches. Deshalb, also so als Idee, ne, was ich dann da so nehmen könnte. Also, kann ich dann erstmal gucken beim
Weil ich brauche ja definitiv halt Gras. Egal für was, für die Tiere brauche ich Gras. Ich brauche Gras vielleicht, um diese Silage-Dinge da zum Laufen zu bekommen. Also brauche ich auf jeden Fall sowas erstmal. Kann ja mal gucken, was ein Striegel. Obwohl Striegel will ich nicht. Nee, ich will einen Schwader haben, ja. Ein Wender kann man auch mal gucken, ne? 30, 40, 80, 100 PS. Und hier sind wir bei 180, 140, 22. Also, weiß ich nicht. Das Ding ist natürlich auch immer cool, ne? Habe ich ja letztes Mal gezeigt dann schon. Kann was, definitiv kann das was. Ja, ich würde mal sagen, ja, so, weiß ich nicht, ein paar Kompakttraktoren reichen hier locker aus. Und was haben wir denn letztem, was haben wir denn noch nicht gehabt hier? Haben wir beim Fendt. Ein T6 meinetwegen. Kann man auch mal nehmen, ne? Ist auf jeden Fall, ist schon fast zu viel eigentlich, der T6. Vielleicht gibt es ja einen kleinen hier vorne bei den Großtraktoren bis. Ja, dann wird so eine PS-Zahl dann meistens zu viel dann dabei. Könnte man sich zum Beispiel, ach guck mal, den hier kann man da auch immer nehmen, ne? Man kennt ihn vielleicht noch von der Oldstream-Farm von mir. Ein mordsmäßiger Trecker. Der geht schon ganz gut ab. Hier ist ein Massey Ferguson. Ich glaube, ich nehme mal hier sowas Kleines. Reicht ja total. Der Zetor. 117 manuell Lastschiffe. Ja, 100 PS, 114 PS. Doch, den nehme ich mal. Der reicht doch total, ganz ehrlich. Brauche ich ein bisschen Breitreifen. Und dann natürlich hier die große PS-Zahl. 117 PS reicht meiner Meinung nach total aus für das, was ich so machen möchte dafür. Der hat ein Frontgewicht kann er haben, das ist gut. Und er muss natürlich auch düngen können. das muss er auch können, ganz, ganz wichtig. Und dann kriegt er noch ein kleines Gewicht, kriegt er auch noch. Weil sonst, glaube ich, hebt er ab. Ach, hier so ein 600er. Nehmen wir das hier von A. Das sind immer gute Dinger. So. Und dann brauche ich natürlich noch, weil ich ja düngen muss, brauche ich natürlich noch Mineraldünger. Dafür immer die Big Bags kaufen. Die Big Bags sind billiger. Ne? Wer sieht hier 1000 Liter, macht der hier. Und der andere macht auch 1000 Liter, kostet aber einfach mehr Geld. Ne? Kann man aber besser transportieren, muss man auch sagen. Aber dadurch, dass ich das nicht transportieren muss, ist es dann egal. Also habe ich alles gekauft, was ich so brauche. Der hier läuft auch weiter. Ich kann ja gerade mal Helfermenü machen und dann sagen, kann er das wohl? Bin ich mal gespannt. Wasser. Okay, mal gucken, ob er da hinfahren kann. Jetzt machen wir mal ein Helfermenü offen. Dann sagen wir einen Job erstellen. Laden und liefern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier Wasser gibt. Schade, ne, gibt's nicht. Das wäre natürlich mega geil gewesen, ne? Wenn er das machen können. Egal, nicht schlimm. Dann fahr einfach mal von Hand hier hin. Ziel setzen und zwar hier so hin. So. Viel Spaß. Mal gucken, ob es kann. Ich bin gespannt. Finde ich immer wichtig, gerade bei neuen Karten, dass das mit dem. Ach, der hat wieder 100.000 Gänge hier. Dass das mit dem Helfer gut funktioniert. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Oh. Oh, ist ein ganz witziger Trecker, wird das hier. So, mach mal voll das Ding. So, nochmal voll machen. Hier sieht man so ein bisschen immer, wenn man irgendwo so einen Punkt hin sieht, dann sieht man manchmal, wie der so runtersackt, ne? Also ich gucke zum Beispiel jetzt auf die Tür, die da hinten ist, ne? Hinter dem Kot, hinter dem Kotflügel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiter befülle, da ist ja oben so eine kleine Klappe, dann sieht man dann, wie der runtergeht, ne? Vom Gewicht her. Ich habe irgendwann mal im das 19. Video gemacht wegen Radgewichte und so weiter, wie wichtig die sind. Und man sieht das dann wirklich, wie die dann so absacken. Ah, den kann man auch so fahren, ne? Kann man vielleicht mal ein bisschen schalten, wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, der fährt sich gut. Oh, ne, der ist noch in Ordnung. Ich mache es mal einmal hier so ein bisschen Rambazamba auf den. Oh, ja. Ah, vielleicht kann man ein bisschen mehr Frontgewicht haben. Aber es ist in Ordnung, es ist wirklich gut. Ist ein guter Wert. So ist jetzt zwar der große Streuer, aber ganz ehrlich. Wo fährt der denn lang? Gerade fahren. So, sehr gut. Also er ist nicht so weit gekommen. Oh, enge Kiste hier, ne? So, Befüllung starten.
Achso, doch, läuft rein. Okay, das ist ganz gut. Kann dabei ausbleiben, das passt dann auch sehr gut. Das sieht auch nett aus. Hier jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie er genau fährt, aber es sieht auf jeden Fall ja, interessant aus. Ich helfe ihm mal gerade ein bisschen. Hätte man vielleicht auch in einem Rutsch gerade selber sehen, düngen können, aber egal, nicht schlimm. Ah, er könnte vielleicht so ein bisschen mehr Gewicht vorne doch bekommen, weil er doch ein bisschen abhebt. Aber egal, nicht schlimm. Learning by doing, das ist immer das Wichtige dabei. So, ihr seht, der Helfer hat eigentlich Mist gebaut, ne, wenn man ganz ehrlich ist. Deshalb machen wir das jetzt mal gerade selber hier weiter. Keine Ahnung, was er jetzt hier gerade hatte. Ich hoffe, dass es die Ausnahme ist und nicht die Regel. Wäre sehr schade sonst. So, Talley, einmal fertig, da. Machen wir die Arbeitsbreite ein bisschen kleiner. So, ihr seht, das sieht ganz gut aus. Ist jetzt gleich sofort fertig. Hat er gut gemacht. Ich habe auch mal einen Schiss hier hingeschmissen, so. Oh, so eine kleine Regenkante, blieb auch ein bisschen dran hängen. Nicht schlimm. So, ist immer ein bisschen schwer zu sehen jetzt dabei, aber egal, wir gehen mal hier auf die breiteste Arbeitsbreite. Ob jetzt ein Fitzel mehr wegfliegt oder nicht, ist eigentlich egal, meiner Meinung nach. Kriegt kein Haar nach. Wird halt gut gedüngt, ne? So, das sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus. Habe ich, wie gesagt, jetzt einfach eine gute Geldeinnahmequelle, mit der ich auf jeden Fall was reißen kann. Aber ich muss natürlich bedenken, dass ich da, ja, dass ich natürlich auch noch was anderes anpflanzen muss später. Gerade für meine anderen Tiere, die ich da so habe, weil das bringt mir jetzt erstmal tiermäßig jetzt wenig nach, oder ja, weniger nach vorne. Noch mal eine Nummer kleiner hier. Dann sieht das mal ganz gut aus. Ah, gutes Gerät. Das macht schon Spaß, das Ding, durch die Breite und so weiter. Wie gesagt, man sieht das jetzt nicht ganz so gut, das ist manchmal ein bisschen schlecht gemacht, meiner Meinung nach, aber ist nicht schlimm. So, also damit auf den Hof fahren. Kann er das jetzt wohl selber liefern? Das wäre natürlich der Knüller. Helfermenü öffnen und dann sagen wir ihm jetzt nochmal einen Job erstellen und dann sagen wir liefern Schafsweide. Schafsweide doch. Ja, mach mal. Helfer am Plan wissen nicht, also nicht erreicht. Schade. Egal, nicht schlimm. Ich habe halt versucht, dass das so reinmacht. Echt schön, die Karte. Kann man nicht anders sagen. So richtig schön verwachsen, aber man kommt eigentlich noch ganz gut durch. Auch das muss man fairerweise sagen. So, wir können gerade in der Zeit, während er hier abtankt, können wir natürlich hier den Kleinen so ein bisschen in die Ecke stellen, weil wir müssen ja erstmal nichts mehr düngen. Schön ist, dass man Schilder umfahren kann. Immer so kleine Spots, an denen man hängen bleibt, das ist immer sehr, sehr nervig, meiner Meinung nach. Sehr gut. Sollen wir doch noch eine Runde fahren hier. Ja, da hat man das erstmal voll gemacht, da hat man da auf jeden Fall Ruhe. Man kann mit dem Wasserfass dann erstmal woanders hin fahren. Man muss ja jetzt ja nicht jeden Tag mit dem Wasserfass rumdüdeln, ne? Also das ist ja überhaupt nicht das, so Befüllung starten. Jetzt will ich mal gerade gucken, bei den Tieren selber, ich habe hier einen Pferdeweide. Achso, das Pferd steht da jetzt gar nicht drauf auf der Weide. Da können wir natürlich mal gerade mit dem Pferd kurz schnell zurückhoppeln. So, hoppa, dann gehen wir mal Schubrakete hier, ne? Kann sogar hüpfen. Ne? Also wer hüpft, kriegt man auch eine Trophy, wenn das interessiert. Der eine oder andere will vielleicht der Trophy-Hunter sein, dann geht das natürlich ganz gut. Aber das passt, das passt, das passt. Das ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Ja, hier auf jeden Fall, also für Mega-Geräte, wer darauf steht, der sollte diese Karte bestimmt nicht spielen. Das macht meiner Meinung nach weniger Sinn. So, hoppa, ist jetzt bei 70% ausreiten, also er freut sich natürlich, dass er hier dabei ist. Seine erste Aufnahme, seid gnädig. So, Hoppe geht noch mal ein bisschen durchs Maisfeld. Und jetzt ist Hoppe quasi hier angelangt. Jetzt können wir mal ein bisschen Trab machen hier mit Hoppe noch. Ich weiß gar nicht, ob das mal egal ist, was man da jetzt hat. Ist das, weiß nicht, weiß das jemand, ob das egal ist, ob ich mit Hoppe schnell oder langsam reite? Können wir gerade mal testen, wenn ich jetzt hier einen Trab mache. Ja, dann nimmt man den einfach, stellt ihn in die Ecke, holt sich gerade einen Kaffee und dann
Ich hoppe ja quasi durch dabei. Aber wir gehen mal jetzt auf Vollgas. Doch, wenn man schnell reitet, dann ist es auf jeden Fall auch schneller. Und ist ja eigentlich gar kein schlechtes Fortbewegungsmittel, ne? Geil, wenn noch so ein Anhänger, also so eine Kutsche oder sowas, das wäre doch cool, oder? So, Hoppe ist fertig, sehr gut. Hoppe wurde zurückgestellt und jetzt müssen wir Hoppe einmal hier schruppen. Mega. Was hat denn Hoppe hier? Fitness 0, ist gut, wie bei mir. Gesundheit 0, boah, war gut, habe ich ein bisschen mehr. Reproduktion 0. Achso, die können auch. Ja, okay. So, was brauchen die denn? Basisfutter, Heu und, ja, gesamt. Muss ich mich nochmal drum kümmern. Heu machen, ah, das ist schon mal so eine Sache, da ist über nichts für mich, ne? Aber egal, wir gucken mal. Sauberkeit, tägliches Reiten ist drauf, fertig, passt, mal gucken. 120 Euro kostet der Gaul jetzt, bin gespannt, wohin er geht. So, ich brauche nirgendwo Wasser, nur bei den Ställen, das ist gut. Hell, nur bei dem Gewächshaus hier, ja. Das ist schon mal viel wert. Kann ich das nämlich einfach hier hinstellen und fertig. Dann läuft das nämlich dann ganz gut dabei. So, das sollte jetzt gleich drin sein, das Ganze. Dann gucken wir gleich mal die Produktion an. Ja, das ist auf jeden Fall gleich voll. Hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht nochmal fahren muss. Sehr gut. Abhängen, fertig. Auf zum nächsten. Machen wir einen kleinen Test, was der Helfer macht. Wir sagen mal einfach, fahr mal hier oben hin. Also fahr mal da hin. Ach, jedes Mal drücke ich verkehrt. Es ist schrecklich. So. Nicht erreichbar, das ist nicht so gut. Vielleicht jetzt besser? Vielleicht so ein bisschen zentraler auf der Straße. Das ist schade, Mann. Ne, doch, jetzt lenkt er selber. Okay, ich mach nichts. Ich mach nichts. Wir werden mal gucken, wo er gleich ankommt. So, jetzt brauche ich natürlich noch eine Sache. Erstmal gucken, was es an Angeboten gibt. Ach, guck mal, hätte ich auch den Wald reinnehmen können. Ich Idiot. Ah, das war natürlich ganz schlecht. Da hätte ich natürlich einfach den Wald reinnehmen können. Tja, das ist Dummheit, sage ich mal. Schade. Wäre ein guter Trecker, oder ist eigentlich ein guter Trecker, ne? Wisst ihr was, ich glaube, den nehme ich. Das ist ja mega cool, oder? Ja, mal gucken, muss ich mir überlegen, weiß ich noch nicht so ganz. Dann brauchen wir natürlich hier einen Schneidwechsel, also einen zum Rasenschneiden quasi. Ich suche es jedes Mal Mähtechnik da. Und da nehme ich eigentlich hier das Ding hier, weil das ist super verwendbar für alles, was ich so brauche. Funktioniert richtig gut. Kann ich mulchen mit? Passt genau. Also kaufen, finde ich. Sehr gut. So, hatte ich mal das auch gemacht. Der müsste jetzt gleich da sein. Das sieht ganz gut aus. Fährt eigentlich ganz gut dahin. Ich übernehme mal gerade hier. Der ein bisschen schneller rankommen. So, wir sind auf jeden Fall hier Vollgas unterwegs. Die Felder sind angenehm groß, das passt. Hier links ist auch noch ein Feld dabei, das sieht auch ganz gut aus. Oh, hier kann man gut um die Ecken flitzen, sag ich mal. Ne? So, das passt auch. Man muss auch manchmal ein bisschen schalten, ne, damit er sich ein bisschen mehr freut. Oh, da ein Findling, aufpassen, da ist was geknallt. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, welches denn das bessere Feld ist, was ich denn am besten, das hier sieht schon echt gut aus, muss ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Wahl, das Feld hier vorne, weil das Feld hier ist ja, na, hier kann man zwar auch was machen, ja, aber hier in der Mitte ist natürlich sehr helferunfreundlich das Ganze. Dementsprechend werde ich mir das Feld hier vorne mal gerade krallen. So, aufmachen bitte. Sehr gut, dann rein damit. Ich glaube, ich fahre das Ding einfach mal in der Ecke rein und dann fange ich mal einfach irgendwo an. Das ist eigentlich egal, wo ihr anfangt. Ich frage, ob er das alles so hinbekommt mit seiner Power. In der Ecke einmal so rumfahren. Ob da jetzt ein bisschen was hängen bleibt oder nicht, ist eigentlich total Jacke wie Hose. Das funktioniert so gut mit dem Ding hier. Achso. Ah, wie ich durch. Ich fahre die ganze Zeit irgendwie. Oh ja, hier Fehlermeldung, bla bla bla, mach mal. Ne? Scheiße, ey. Ja, wenn man selber so doof ist, dann muss man natürlich bestraft werden, keine Frage. So, also weiter geht's. Guck mal, jetzt kann man das gerade auch schneiden. Ist das nicht schön? Ah. Ich habe mir abgewöhnt, hier immer so ganz genau am Rand lang zu fahren. Also, wenn es klappt, dann ist gut. Und wenn nicht klappt, dann ist es halt so, dass es dann so ist. Weil,
meiner Meinung nach nicht ganz so wichtig ist. Schlimm ist eigentlich mit dem Heu, das ist so ein bisschen nicht so gut, ne? Da muss ich nochmal genau gucken, also irgendwie kriegt man das dann auch noch hin. Muss man sich noch einen Schwader holen und so weiter und so fort, aber ja, hier zum Beispiel auch der Zaun, ne? Muss man einen kleinen Bogen einmal fahren. Das kann man das Tor natürlich vorher zumachen, aber ganz ehrlich, dann kriegt er da irgendwie 5 Gras mehr raus oder Heu. Und dafür müsst ihr immer aussteigen, Tor zu machen, aussteigen, Tor aufmachen und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, das ist es dann nicht wert, meiner Meinung nach, ne? Muss man halt immer gucken. Das geht relativ zügig hier, das ist auch gut so. Muss man vielleicht mal gucken, ob man vielleicht ein anderes Feld kauft und das dann einfach platt macht und da Rasen drauf sät. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil dann ist es halt helferfreundlich, ne? Diese Felder sind nicht helferfreundlich. Also da kann man bestimmt einen Helfer drauf laufen lassen, aber ach, der fährt euch alles nur doof, ne? Also das ist dann nicht so ganz so schön dabei. So, das geht auf jeden Fall sehr gut von der Hand hier. Und dann würde ich sagen, mache ich das einfach noch mal ein bisschen weiter hier. Gerade noch die Kurve da, werden wir natürlich so einen kleinen Bogen fahren müssen. Das geht nicht anders. Ja, ich werde das mal weiterschneiden und dann nehme ich euch das nächste Mal wieder mit, dass wir so ein bisschen die Tiere versorgen können, dass wir so ein bisschen Grund reinkriegen, weil sobald wir halt die erste Versorgung der Tiere haben, ist natürlich erstmal alles tutti. Und ja, dann müssen wir einfach mal gucken. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich jetzt erst Gras, dass ich das dann gerade erst zu den Kühen bringe, zu den Schafen und so weiter und so fort, dass ich das erst mit dem Ladewagen mache, weil ich kann dann ja später die Silage daraus machen. Da müsste ich nochmal genau schauen, wie man das dann so macht, aber da muss ich mich nochmal mit dieser komischen Fabrik, die ich da habe, beschäftigen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das Ganze. Naja, wir werden es sehen. Also, mal gucken, wie es dann so weitergeht auf der schönen Karte Frühling. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ja, gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Landwirtschaft Simulator 22. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.